Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. Wo wir uns jetzt einfach mal an den Tisch setzen, ne? Nicht so lange rumeiern. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht! Niemand kennt ihn! Er will alle Gangsterfamilien in der Stadt vereinen! Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen, diesmal in einem Meth-Labor in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann! Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde es wie Angela Merkel. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America Film? Wie lang war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Du bist neu hier, stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen in unserer Schule. Das Problem, von dem Coldall erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldall mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Oh, alles klar. Ach, wie langsam er die Arme hochstreckt, ne? Ja. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert. Schön. Darf ich? Kommt her, Mietzis. Hier, Mietz. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Okay. Da Kogel aufgetaucht ist, musste ich den Zugang tun für das Kuhversteck doppelt verschlüsseln. Es ist jetzt 529. 529. Okay.
Darf ich jetzt? War da nicht was? Gehen die für dich passende Toilette auf dem Spielplatz. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? So, da oben leuchtet es jetzt gar wunderbar. Überall sind Sterne. Bibis Haus. Keine Ahnung, was hier abgeht. Im Raisins war noch was. Jetzt gibt es überall irgendwas zu tun. Das ist ja großartig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Fuß, oder? Einen Moment bitte. Ich bin sofort wieder da. Ich mache kurz eine kleine Pause. Wo haben sich diese Scheißkatzen? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sorry, bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Und die suchen Katzen. Kackerkatzen. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen. Maul halten. Idiot. So, wen haben wir denn jetzt? Super Craig ist da drin. Ne, Super Craig will ich aber nicht haben. Ich nehme den wieder. Die hat einen ganz schönen Angriffsradius hier, ne? Muss ich ja mal sagen. Ist ein Gadgetmeister. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen soll. Ich bin mir nicht sicher, aber die kann überall auf dem Feld halt angreifen, ne? Könnte man auch machen. Wo ist denn Captain? Da ist Captain Diabetes. Ha, Brutalist. Der aber sehr eingeschränkten Radius hat. Ich nehme mal Callgirl. Ich bin da. So. Und dann geht's los. Wo es Verbrechen gibt, ist Callgirl nicht weit. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Okay, die beiden stehen in der Reihe. Dann hämmern wir hier mal ein Geschütz hin, würde ich sagen. Müsste ja treffen. Ach, die haben wieder einen Heiler dabei. Scheiße. Du Arschgesicht. Müssen wir den als erstes ausschalten. So, er kommt dann hier. Könnte aber auch hier hin und dann. Nee, mit B, Entschuldigung. Damit würde er 109 machen. Und mit Y würde er nur den einen erwischen. Dann machen wir mal B. Gibt's voll auf die Fresse. Du weißt, dass die meisten Mädchen nicht auf so Ekelkram stehen. Dich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Kapauz! Boah, hat aber ordentlich Damage gemacht. Ekelhaft. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ja, pass auf, das sieht nicht gut aus. Da ist ein Heiler dran, ey. Den muss ich überspringen, auf jeden Fall. Für Viertklässler seid ihr echt zerbrocken. Boah, mit einem Schlag macht er das Geschütz weg. Aber mit einem Angriff. Krasser Typ. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Ja, genau. Du machst jetzt den Heiler. Nochmal weg. Damit der erstmal nicht mehr hochheilen kann. Du bist aus dieser Stadt ausgelockt. Dem seinen Angriff müssen wir dann auch gleich überspringen, ne? Ich guck mir schwachteln. So, pausier den Kampf und unbeschwert auf ihn einhauen. Los, mach. Alter, das dauert so ewig. Eine kurze Hauenvolle rein! Kein Power! Genau, mit X erwischen wir ihn, den Heiler haben wir übersprungen. Cool! Troll im eigenen Saft geschmort! Und jetzt machen wir den. Dann ist der nämlich auch weg. Also die beiden sind dann weg. Können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Nein, seid ihr nicht. So, jetzt ist wieder Moschkito dran. Ich halte nicht mal an der Zitronella-Kerze. Mit X, dann wäre der auch down. Sehr befriedigend. So. Und er hält sich dann auch gleich wieder hoch damit. Sehr gut. Jetzt ist er dran. Das ist aber so eine geile Sache.
Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Nö, nö. Callgirl hat deine Nummer. Sie geht aus dem Weg und schnappt sich dann den hier. Der wäre als nächstes dann noch dran. Jo, mach mal. Callgirl ist kein Passwort zu komplex. Phone-Destroyer. Sehr gut. Ultimativkraft. So, er wirft jetzt seine scheiß Kackbombe. Die sind aber alle weg. Ich muss sagen, da bringt ein bisschen Zorn in mir. So, LB. Erwischen wir beide und dann ist auch Sense. Und irgendwo bei diesem U-Store müsste wahrscheinlich auch noch eine Schnellreisestation sein, ne? Weil eine fehlt noch. Wir haben 3 von 4. Die ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt noch fehlen. Sauer, Leute! So, tschüss. Geplatzte Pissbombe. Schön. Freue ich mich drüber. Gut gekämpft, Kuhn und Fools. Leider wird General die Rasse sich jetzt zurücksetzen. Mein Kostüm ist im ganzen Sack. Okay, wir müssten einmal zu dem U-Haul, zu dem U-Store da an die Seite, ne? Würde ich sagen. Einfach mal um zu gucken, ob da irgendwo noch eine Schnellreise ist. Ich bin der schnellste in der Stadt. Mhm, das wissen wir. Und dann müssen wir einmal hier hin, weil da muss es irgendwo, geht's hier mit Sicherheit auch noch weiter. Und eigentlich können wir auch nur noch hier unten, ne? Warte mal. Boah, muss ich ganz kurz aufstoßen, tut mir leid. Dann reisen wir einmal zu Cartmans Haus und dann gehen wir von da aus weiter. Wir sehen uns. Weil irgendwo da unten muss noch eine Katze sein. Eigentlich. Hallo Neuer. Hm? Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du forderst ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Alter, jetzt geht's aber noch so los, ne? Ich wollte eh in die Richtung... Oh, da sitzt Toolchat. Aus welchem Grund auch immer. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Gar kein Problem. Amazon-Pakete. Übliche. Hey, Entschuldigung. Da wollte ich hin. Das hier sind aber nicht die Ruinen. Nee, das ist Deed. So, da kommen wir noch zu den Ruinen hin. Triff mich im Historischen, dort wo früher das Ross war. Oben. Hier ist immer noch gesperrt. Hier muss irgendwo eine Katze sein. Super Secret Meeting upstairs. Okay. Ist hier auch noch zu? Nee, hier komme ich jetzt rein. Oh, cool. Wo ist diese verdammte Katze? Hey, du bist doch das Furzkind aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Ja, klar. Immer doch. Hier, zack. Ein neuer Follower. Ah, wurde aber auch Zeit. Das Bierschild. Was ist dahinter? Pi. Hier steht nur noch Pi. Was bekommen wir? Sicherung mit hoher Toleranz. 72. Okay, haben wir noch. Wir haben noch 72 ausgerüstet, oder? Mhm. Mal gucken, was es bringt. Sicherung mit hoher Toleranz. 17737 macht. Der macht Gesundheitswiederherstellung. Würde dann weggehen, aber nochmal plus 18% Bonus Verbündetengesundheit. Ich würde sagen, die nehmen wir mal, wa? Von der Macht her macht das keinen Unterschied. Das macht von der Macht keinen Unterschied. Ich kenne dich vom Fernsehen. Ja. Hier. Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Was?
Ja, die sieht auch höchst motiviert aus gerade. Gut so, Wunderarsch. Ich such dich auf Coolstagram, wenn ich wieder gut hab. Da oben müssten wir noch irgendwas machen. Aber da fehlt uns leider noch ein Verbündeter für. Halt, nein, ich will hinten hin. Ah, okay, wenn die Maus bei mir auftaucht, taucht sie bei euch nicht auf. Dann ist ja gut. Oh, wow, du hast meine Puppe gefunden. Danke, Lust auf ein Selfie? Oh, cool. Ich hab aus Versehen ihre Puppe gefunden. Okay, fertig. Tschüssi. Mhm. Sorry, ich sitze gerade an dem Projekt. Gute Arbeit, Neuer. Komm ich jetzt... Ah, sehr gut. Mäusekot und Stoffballen. Das lobe ich mir. Kennst Puppe. Ah, jetzt. Okay. Da oben sind Schlüssel. Wahrscheinlich für die Garage. Kennys Garageschlüssel. Jawollo. Wieso hängt denn Kennys Garageschlüssel eigentlich im Schlafzimmer seiner Eltern? Ich frage für einen Freund, ist Kenny da? Hm. Gut, hier waren wir schon. Dann können wir jetzt in die Garage. Ja, Mietz, Mietz. Vielleicht ist ja die Katze in der Garage. Ist das Kennys Garage? Guck mal, da oben können wir auch hin. Mhm. Da ist ein Bild. Ein kosmisches Rätsel und Störschellenrezept. Ein Störschellen? Was sind denn Störschellen? Muss hier hin. Ist ein Artefakt. Nekroschellen plus 4. Sehr geil. Ist ein 80er, hat Ultimativkrafterholung. Haben wir nicht? Mach ich mal. Lass mich mal gucken. Ich weiß, ihr gehört wahrscheinlich eventuell im Hintergrund Babygequake. Muss aber so. Weil eigentlich versucht meine Freundin gerade zu beruhigen, aber irgendwie will er wohl wieder nicht. Oder sie ist wieder zu faul, um durch die Gegend zu latschen. Ihr kennt das ja. Ach, die haben so alles dieselben Werte. Was haben wir hier? Ultimativkrafterholung. Und hier haben wir Rückstoß-Kombo. Dann würde ich eher den hier nehmen. Weil Rückstoß-Kombo haben wir eher selten tatsächlich, weil wir uns nicht so richtig in diese Richtung positionieren. So, und irgendwas habe ich gerade noch gefunden. Ach, hier, das Makroni-Ding. So, jetzt haben wir das auch. Dann haben wir hier noch. Zack. Ich weiß gar nicht, wo soll denn der ganze Rest noch versteckt sein? Finde 40. Noch 10. Das ist ja großartig. Alter, wie viele gibt es denn davon? Und wo sind die alle? Wo sind die alle? Ich weiß es nicht. Hier hinten kommen wir nicht lang, ne? Nee, hier ist Map Ende. Hier ist Map Ende. Und ich würde sagen, hier ist jetzt auch Spielende, weil das Gequakel da drüben wird mir gerade ein bisschen zu viel. Ich gehe da mal eingreifen. Wird auch Zeit fürs Bettchen für den Kleinen. Und ja. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bei South Park The Fractured Butthole. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.